Ein einziger Faustschlag kann den Lauf der Dinge gehörig ändern. Und er kann töten. Und manchmal eben beides, so wie jetzt in Brüssel. Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe wurde von einem Angetrunkenen so brutal ins Gesicht geschlagen, dass er wenig später verstarb. Der zweifache Familienvater hatte schon seine Rentenpapiere unterschrieben, freute sich auf den Vorruhestand. Die Hauptstadt der EU gehört zu den gefährlichsten in Europa. Gewalt ist in Brüssel nicht nur in Bussen und Bahnen tägliche und traurige Routine. Auf 100.000 Einwohner kommen 33.000 Delikte, fast das Doppelte von Frankfurt am Main. Udo van Kampen über eine mit Kriminalität geschlagene Stadt. Brüssel, Grand Place am Abend. Hunderttausende Touristen kommen jedes Jahr auf einen der schönsten Plätze Europas. Hier sieht man viel Polizei. Die Besucher sollen sich sicher fühlen. Doch der Schein trügt. Nur wenige Straßenzüge weiter zeigt die Metropole ein anderes Gesicht. Gewalt, Diebstahl, Raubüberfälle sind keine Seltenheit. In einigen Stadtvierteln Brüssels, wie Anderlecht oder Molenbeek, hat die Polizei längst die Kontrolle verloren. Auch am helllichten Tag sind viele Straßen Brüssels nicht mehr sicher. Karin Heutsch arbeitet seit vielen Jahren als Beamtin im Europaparlament. Kurz vor ihrer Wohnung wurde sie überfallen. Das geschah vor 1,5 Jahren. Ich bin sofort weggezogen aus dem Viertel, wo ich gewohnt habe, und ins EU-Viertel umgezogen. Warum? Ich habe mich dort in dieser alten Wohnung nicht mehr sicher gefühlt und habe Angst gehabt beim Nachhauseweg. In Brüssel ist eine Debatte über die steigende Kriminalität ausgebrochen. Am Osterwochenende gingen Tausende auf die Straßen. Auslöser: Ein Beamter der Verkehrsbetriebe wollte einen Unfall aufnehmen, wurde brutal niedergeschlagen. Der 56-Jährige starb, ganz Belgien geschockt. Aus Protest blieben 4 Tage alle Busse und Bahnen stehen. Die Polizeigewerkschaft fordert ein neues Sicherheitskonzept. Wir fordern mehr Polizeipräsenz an den Metrostationen und den großen Bahnhöfen in Brüssel. Nur so können wir die Sicherheit der Menschen garantieren. In der Rue de Flandre im Zentrum Brüssels zeigen sich die sozialen Konflikte der Stadt besonders krass. Da trifft man viele junge Männer aus Einwandererfamilien, arbeitslos, ohne jede Perspektive. Auf der anderen Seite viele neue Bistros und Boutiquen. Ein neues Innviertel in Brüssel, das zahlende Kunden anlockt. Deshalb öffnen immer mehr teure und schicke Restaurants, die häufig ausgeraubt werden. Ich muss ganz offen sagen, die Polizei ist einfach nicht präsent auf der Straße. Ich weiß nicht, wo sie sich aufhalten, vielleicht im Auto oder im Büro. Aber nur sehr wenige sind auf der Straße, zu wenige. Und wenn sie doch mal da sind, dann sind sie sehr passiv. Die Polizei bestreitet das. Zu einer Stellungnahme vor der Kamera war sie nicht bereit. Die Einwohner des Viertels sind aufgebracht. Denn auch vor normalen Brüsseler Bierkneipen machen die Kriminellen keinen Halt mehr, wie mir dieser Kneipenbesitzer berichtet. Wir werden hier ständig überfallen. Zum Beispiel im Restaurant gegenüber sind sie vor kurzem mit Maschinengewehren eingedrungen und haben die Gäste ausgeraubt. In Brüssel setzen jetzt viele Gemeinden auf zivile Sicherheit. Bürgerwacht heißen die Männer in Lila, bezahlt von der Stadt. Sie haben keine Polizeigewalt, dürfen also nicht verhaften und auch keine Waffen tragen. Doch alleine ihre Präsenz in den Straßen vertreibt viele Kriminelle. Die Polizei können sie aber nicht ersetzen. Vor allem die älteren Menschen merken, dass wir da sind, fühlen sich sicherer, wenn sie uns sehen. Sie wechseln sogar die Straßenseite, um neben uns zu gehen und sich so sicherer zu fühlen. Ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich kann sagen, dass die Kriminalität in den letzten 10 Jahren enorm gestiegen ist. Es gibt viel mehr Diebstahl und Gewalt. Ein besonders drastisches Beispiel der Gewalt geschah in diesem Juwelierladen im Brüsseler Vorort Uccle. Seit 1976 führt Léon Philippe Rubin das Schmuckgeschäft. Zweimal wurde er mit Waffengewalt brutal ausgeraubt. Unter den Folgen leidet er noch heute.
Sie haben meine Frau in den hinteren Teil des Ladens verschleppt. Mich haben sie über den Boden geschleift und zu zweit mit der Pistole auf mich eingeschlagen. Ich habe immer noch 17 Nähte auf dem Kopf. Schließlich haben sie dann versucht, ein Auto zu klauen, wobei sie eine Mutter von 3 Kindern erschossen haben. Eine schreckliche Tragödie. Nicht nur die Bürger der Stadt, auch EU-Kommission, NATO und Europaparlament machen mächtig Druck auf die Politik, mehr für die Sicherheit zu tun. Denn die Zahl der Delikte in Brüssel liegt doppelt so hoch wie beispielsweise in Frankfurt. Brüssel reagiert. Mehr als 400 zusätzliche Polizisten und Ordnungskräfte sollen Metro, Busse und Bahnhöfe sicherer machen. Damit die Bewohner und Besucher der Stadt den Charme der europäischen Hauptstadt wieder unbeschwert genießen können.